Hi, herzlich willkommen bei Tactical Gunnybeard. Ich bin Rick und heute geht's endlich um Waffen. Viele haben sich wahrscheinlich gefragt, wo bleiben denn die Waffen auf diesem Channel? Und heute geht's endlich los. Wir fangen an mit der Remington M700 Police. Diese Remington 700 Police ist auf den Schützen, dem diese Waffe gehört, personalisiert. Er hat folgende Umbaumaßnahmen vorgenommen. Ein Macmillan Stock Sniper A2. Dieser ist aus Fiberglas gefertigt. Ein Harris Zweibein ohne Neigungsfunktion, ausklappbar. Das Magazinsystem ist abgeändert, funktioniert mit einem G3 Magazin. Die Abzugseinheit und der Magazinschacht sind handgefertigt. Damit das Ganze besser funktioniert, wurde hier vorne dieses Gummiseil angefertigt, damit sich das Magazin nicht verkantet und das Repetieren dann auch gewährleistet ist. Das Zielfernrohr ist von Leupold Mark IV, 3,5 bis 10 x 40 mit einem M3 Schnellverstellturm. Die Zielfernrohrbandage ist eine Leupold Quick Release und ist 100% wiederholgenau. Der Gewehrriemen ist Marke Eigenbau und ist gemacht für alpine Trageweise. Quasi eine Rucksacktrageweise. Hier an der Seite haben wir noch eine Libelle zur Berechnung der Geschossflugbahn bei Bergauf und Bergab. Zusätzlich haben wir ein Reinigungsgerät in der Wangenauflage mit Hülsenhalter. Das Kaliber ist 7,62 x 51 mm oder auch 308 Winchester. Wir haben einen 24 Zoll Lauf. 66 cm inklusive des Patronenlagers, 12 Zoll Drall und 6 Züge rechts. Idealerweise schießt man hier mit 168 Grain Geschossen, um auf das perfekte Ergebnis zu kommen im Ziel. Hauptsächlich nutzt man diese Waffe für Disziplinen zwischen 50 und 1000 Metern. Jahrelang war die Remington 700 eine Dienstwaffe bei den US Marines oder auch beim FBI im Hostage Rescue Team. Und ist selbst bis heute noch größtenteils in der Armee der Amerikaner genutzt. So, und zum Schluss zeige ich euch noch, wie sich diese Waffe im scharfen Schuss verhält. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Tactical Gunnybeard. Gunny out.